Spiel im Hinblick auf den Klassenerhalt. Sondershausen hat sich sogar noch mal verstärkt mit Khalid Üsal, einem Spieler aus der zweiten türkischen Liga. Der hat allerdings noch keine Spielberechtigung. Das ist der neue Mann, Talib Üsal, heute auf der Tribüne statt auf dem Platz. Aber er sah immerhin zu Beginn der Partie, dass sich die Eintracht mühte. Axel Duft mit der Nummer 10 bringt Christian Krug ins Spiel. Abwehrschwächen bei Erfurt Nord und aus dem Hintergrund, das ist Frank Tanne, die erste gute Möglichkeit für die Eintracht. Steffen Kraus, Trainer der Eintracht, musste zusehen, wie die Erfurter immer wieder Konterchancen hatten, wie in der 21. Spielminute. Drei Stationen und hier steht Daniel Rasch etwas unglücklich. Marc Janke abgebrüht in Stürmermanier zum 1:0 für Erfurt Nord. Das war's in den ersten 45 Minuten eines durchwachsenen Thüringen-Derbys. Beide Trainer sicher nicht zufrieden. Weiter ging es in Hälfte 2. Die Eintracht mit Druck nach vorn, allerdings ohne Glück und wie hier häufig im Abseits. Erfurts Abwehrspezialist Peter Kuschew, wegen der 10. gelben Karte gesperrt, fehlte hinten und das merkte man. In der 66. Spielminute dann diese Szene. Axel Duft auf Marcel Svedik und der fällt, angeblich gefault von Erfurts Keeper Roland Fienhold. Der Spieler ist erst am Ball, ich ziehe zurück und berühre den Spieler gar nicht. Er fällt hin und Schiedsrichter pfeift, gibt Elfmeter. Ja, ist unglücklich, aber so einen haben wir noch nicht gekriegt in dieser Serie. So einen Elfmeter, was keiner war, wirklich nicht. Auch die Wiederholung gibt keine hundertprozentige Auflösung, aber es sah ganz nach einer Schwalbe aus. Den Strafstoß verwandelte Axel Duft zum 1:1 Ausgleich. Und wenn der erste Elfmeter keiner war, dann auf jeden Fall dieses Handspiel im Strafraum von Christian Huck, das Schiedsrichter René Hammer nicht sah. Es blieb bei der Punkteteilung nach 90 Minuten. Der Punkt ist für Nord verdient, aber für meine Leistung von unserer Mannschaft, gerade erste Halbzeit, ist nicht nachzuvollziehen, katastrophal. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, haben besseren Fußball gespielt, uns auch ein paar Chancen erarbeitet. Allerdings, was wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, war eine Katastrophe. Und dieses Unentschieden brachte keiner Mannschaft was. Der Weg aus dem Tabellenkeller wird für beide immer schwieriger. Denn mit nur 11 Punkten stecken beide Teams noch mittendrin im Keller. Zum Glück für Sondershausen und Erfurt konnte ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf, nämlich der Dresdner SC, heute ebenfalls nicht punkten. Die Ergebnisse im Überblick. Dresden-Nord und der erste FC Magdeburg trennen sich torlos. Der Dresdner SC unterliegt dem VfB Auerbach mit 1:2. Der VfB Leipzig schlägt Halberstadt mit 2:0. Eintracht Sondershausen gegen Erfurt Nord, wie gesehen, 1:1. Und Energie Cottbus Amateure gegen Jena 1:2. Jena jetzt mit 8 Punkten Vorsprung vor Dresden-Nord, klarer Spitzenreiter. Jetzt noch schnell der Blick auf die Resultate der Regionalliga Süd. Hier sehen Sie nochmal den Überblick. Jena vorn vor Dresden-Nord und selbst Halle kann morgen mit einem Sieg nicht näher als 8 Punkte herankommen. Haben wir auch noch den zweiten Teil der Oberliga? Jawohl. Pößneck auf Rang 19 spielt morgen in Grimma und auf den Plätzen 15 und 16 in Eintracht, die Sondershausen und der FC Erfurt Nord. Wie gesagt, nur 11 Punkte.